das wäre jetzt zu viel verlangt. Ich glaube, Erwin macht in den letzten Jahren hier einen unglaublichen Job, hat sich hier als Spieler herausgestellt, der auch bei den Fans natürlich sensationell ankommt, einfach mit der Art und Weise, wie er hier das auch verkörpert. Eintracht Braunschweig auch verkörpert. Und dass wir jetzt jemanden dabei haben, der Eintracht Braunschweig dann hoffentlich, wenn er verletzungsfrei bleibt, und wenn er das bleibt, dann gehe ich felsenfest davon auch aus, dass er bei der Weltmeisterschaft mit dabei ist, dass wir da jemanden haben. Ich glaube, da freuen wir uns dann umso mehr noch, wenn die Weltmeisterschaft beginnt, dass wir, wenn wir vom Fernseher sitzen, ihn dann auch sehen dürfen. Aber das heißt jetzt nicht, dass er hier alleine Spiele entscheiden kann oder allein verantwortlich ist für die Gesamtsituation, die jetzt noch vor uns steht, sondern er ist auch jemand, der weiß, dass seine Mitspieler ihm letztendlich auch geholfen haben, dort hinzukommen, zu der Ehre, Nationalspieler zu werden und ja, letztendlich dann halt auch zur Weltmeisterschaft fahren zu dürfen. Aber trotzdem ist er jemand, der grundsätzlich ja auch von der Natur her ein breites Kreuz hat, dem man nicht unbedingt gerne nachts irgendwo begegnet. Trotzdem ist er gerade da sehr liebevoll. Ein Platz weniger.